Wir haben ja jetzt endlich diesen blöden Schlüssel vom Raben bekommen, der uns Nerven gekostet hat. Und jetzt gehen wir Richtung Friedhof. Wenn ich mich nicht verlaufe. Ne, passt schon, passt schon. Da ist dann hoch und dann links. Ich muss den Schlüssel übrigens immer angeklickt haben. Das ist ein bisschen ungut. Ah, was ich noch machen wollte, das habe ich jetzt vor dem Ende, vom letzten Teil vergessen. Ich wollte mir diesen Raben nochmal anschauen. Weil eben, der war komisch. Der Nattraben, der Nachtrabe. Aufgrund mancher Quellen war der Nachtrabe ein Geist von einem bösen, gierigen Mann, der nicht ordentlich beerdigt wurde. Die Gier hat sich selbst manifestiert im Neid, in der Liebe vom Nachtraben für glänzende Objekte. Und darum hat er mir den Schlüssel geklaut. Okay. Also wie gesagt, Leute, ihr könnt gerne das pausieren und hier in Ruhe durchlesen. Ich lese nur den letzten Part vor, weil sonst wäre es einfach too much. Und stimmt, ein Inventar wäre hier echt praktisch gewesen, so wie für die Babys oder eben den Schlüssel. Aber ja, es geht so auch. So, jetzt öffne diese Tür, die hat uns lang genug geärgert. So, wir kommen endlich in den Friedhof. Muss ich da... Was? Oh, ich muss die Runen zeichnen, oder wie? Oder... Was ist da jetzt? Was? Was? Muss ich mir jetzt die Runen bei den Bäumen nochmal ansehen? Und die Reihenfolge bestimmen. Aber woher weiß ich die Reihenfolge? Woher weiß ich die? Ich meine, ich könnte hier jetzt ewig herumprobieren, aber will ich eigentlich nicht. Wo war denn so ein Runenbaum? Wo? Da. Unten war so ein Runenbaum. Er hat zwei Striche. Geht das nach den Strichen vermutlich? Das heißt, das Pferd wäre dann die zwei. Da drüben ist noch ein Runenbaum. Er hat drei Striche, der Rabe ist drei. Also Pferd zwei, Rabe drei. Ich muss mir das jetzt aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder. Also Pferd ist zwei, Rabe ist drei. Falsch, ich wollte auf die Map. Wo ist der nächste Runenbaum? Runter links hoch, okay. Runter links hoch. Wobei, das sind jetzt auch wieder zwei. Bei der Puppe. Wobei, die Puppe hat so ein C. Muss ich mal die Runen jetzt aufschreiben? Und bei dem Mittelstein ist die Lösung, oder wie? Wo ist denn der vierte Runenbaum nochmal? 1, 2, 3. Ist das der da oben, oder? Nee. Das ist nur eine Säule. T, also T für Tree wahrscheinlich. 1, ah, da unten ist er. Okay. Da unten ist er. Oder es hat was mit der Info auf der Map zu tun, weil da stehen immer kleine Sachen dabei. A, B, C, D steht nämlich bei den Ts dabei. Das heißt, dann wäre die Puppe nämlich das E. Moment, was? Oder das C, das ist ein C, kein E. Weil dann sind es 4 A, B, C, D, dann muss ich die Reihenfolge von der Map verwenden. Okay, dann war der Raben B und das Pferd war das D. Dann brauchen wir noch den A. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Runter, rechts, hoch und runter. Bin ich jetzt richtig? Ja.
So, da. Da haben wir das Baby. Das Baby hat dieses Symbol und ist A. Ich zeichne mir das jetzt echt auf, weil ich keinen Plan habe, was die Lösung ist. Der Rabe hatte diese Rune. Dann haben wir noch das Pferd, das ist eh auf dem Weg zum Friedhof, genau. Und dann probieren wir es mit ABCD. Das Pferd war das. Okay. Ich probiere das jetzt. Mal schauen, ob ich recht habe. So. Also, das Baby war A. A wäre dann 1. Dann kommt der Rabe mit 2. Nummer 3 war die. Achso, das ist das Baby, das ist die Puppe. Mein Fehler. Puppe ist 3 und Pferd ist 4. Stimmt nicht. Okay. Stimmt nicht. Die Symbole hier helfen mir auch nicht wirklich weiter. Die Puppe hatte 2 Striche, das Pferd hatte 2 Striche, der Rabe hatte 3, du hattest 2. Nein, auch nicht. Okay. Also lag ich völlig daneben. Chat sagt, ich soll in die Hütte schauen. Da finde ich alle Infos. Dann schauen wir mal in die Hütte. Die war doch hier, oder? Ja. Oh, kann das sein, oder? Hier ist das Symbol mit 2 Punkten. Muss ich so schauen. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Das war der Rabe. 1, 2, 3. Okay. Dann hier dieses komische Symbol mit 5. Ich weiß nicht, ob das noch relevant ist. Ich schreibe es mir jetzt aber trotzdem mal auf. Weil das Symbol hatten wir jetzt nirgends. 1, 2, 3, 4, 5. Dann, dieses Symbol hatten wir aber auch nicht. Das Symbol hatten wir auch nicht. Das hat nur 1. Dieses Symbol hatten wir auch nicht. Ich schreibe mir die jetzt auf, weil vielleicht brauche ich die noch. Oder sie sind nur da, um mich zu verwirren. Kann natürlich auch sein. So. Dann hier haben wir die Leiter. Genau, hier haben wir das Symbol der Puppe. Die hat 4. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch das Symbol des Pferdes. Wo ist das Pferd? Habe ich das übersehen? Oder ist das wieder oben auf der Leiter irgendwo? Ich schaue hier noch kurz. Genau, hier sind die Figuren. Hier ist das komische Symbol, das wir nicht hatten. Das hatten wir auch nicht. Das ist sicher hier da. Nein, das war der Rabe. Das war der Rabe. Wo ist das Pferd? Ja gut, das Pferd kann ich sonst auch so einfach probieren. Es sind ja nur 4. Ich schaue da jetzt aber trotzdem kurz drauf, weil ich würde gerne die Antwort finden. Nee, das ist nur die Leiter. Und hier ist auch nichts mehr. Ja, okay, das Pferd ist nicht in der Hütte. Oder ich habe es gerade übersehen, aber eigentlich sind wir alles abgegangen. Vielleicht war es auf der Leiter, bevor ich sie runtergezogen habe. Mir kommt vor, da stand was. Das Pferd probieren wir einfach. Gibt eh nur viele Möglichkeiten. So. Gut. Also. Der Rabe hat 3. Hey, das haben wir sogar richtig. Die Puppe hat 4 Punkte. Das Baby hat 2 Punkte. Ah ja. Und das Pferd hat auch 2.
Oh, und jetzt öffnet sich der Zugang zur Kirche. Okay. Schön. Und ich... Ah, okay. Dann gehen wir zur Kirche. Oh, da sind jetzt die Pfeile, die ich mir vorher aufgeschrieben habe. Das habe ich mir vorher aufgeschrieben. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Aus der Vision, die wir hatten. Ich schaue mir das jetzt nur kurz rundum an. Kann ich da irgendwas... Warum kann ich die nicht anklicken? Da war ein Schatten. Habt ihr den Schatten gesehen? Also wir müssen jetzt mal links. Dann müssen wir wieder rechts. Dann müssen wir wieder links. Dann müssen wir rechts. Dann müssen wir nochmal rechts. Dann müssen wir links. Dann müssen wir rechts. Nichts passiert. Kann ich hier irgendwas anklicken, was ich gerade nicht verstehe? Also L... Nee, die Pfeiltasten. Oh, mit den Pfeiltasten kann ich es auch drehen. Okay. Ich muss die ganze Kirche so umrunden. Ah! Also ich muss jetzt einmal von links umrunden. Genau, jetzt kommt der. Dann muss ich sie von rechts umrunden. Jetzt ist er wieder da. Dann muss ich sie wieder von links umrunden. Dann von rechts. Na gut, dass ich mir das vorher aufgeschrieben habe. Sonst wäre ich jetzt richtig lost gewesen. Dann nochmal von rechts. Dann von links. Und dann noch von rechts. Und dann sollte sich die Kirche öffnen. Ja! Oh mein Gott! Okay. Also ohne Mitschreiben hätte ich jetzt wieder Stunden gebraucht. Herrlich. Erschreck mich halt! Wer bist du? Muss ich mit dir jetzt was machen? Warum stehst du so... Oh, ja. Lol. Ich habe ihn getötet. Wer ist das? Unsere Zauberziege ist nicht im Chat und kann nicht sehen, wie ich eine Ziege töte, zum Glück. Bevor ich da jetzt draufklicke, vermutlich muss ich draufklicken. Was ist das für eine Ziege? The Church Grimm. Kirkuk Grimmen. Wie übersetzt man Grimm? Grimm ist auch bei uns auch ein Grimm auf Deutsch, oder? Es gibt andere Geschichten, die vorschlagen, dass der Kirchengrimm kein Wächter war, sondern eine Art Parasit, der von der Energie der Kirche angezogen wurde. Der Kirchengrimm hat sich an den Hoffnungen, Träumen und Ängsten der Menschen sattgefressen. Eine aktuelle und umstrittene Theorie schlägt vor, dass der Kirchengrimm nahe dem namenlosen, bronzezeitlichen Deity verwandt ist. Was ist Deity? Ein bronzezeitlicher Deity. Deity. Kann mir das kurz jemand übersetzen im Chat, bitte? Also ja, das Ding ist böse. Wobei, die erste... Die muss man jetzt genauer durchlesen. Von allen Kreaturen der schwedischen Folklore ist der Kirchengrimm der mit Abstand komplexeste und mit Sicherheit meist gefürchteste. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Okay. Also ja, dieses Ding ist böse. Böse. Okay, wir zerlegen mal den Bildschirm. Was bist du?
Wie das Spiel Asteroids hat es geheißen. Eines der ersten Konsolenspiele. Es ist nun zu spät. Zu spät wofür? Okay, ich drehe hier einfach mal ganz, ganz, ganz schnell und schau, was passiert. Ein Pferd. Es kann nicht verändert werden. Was kann nicht verändert werden? Die Zukunft? Achso, muss ich jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Die Entscheidung wurde bereits getroffen. Wollen die jetzt von mir? Wir haben übrigens die Spieluhr noch immer nicht geöffnet im Spiel. Kann man die überhaupt nicht öffnen? Was wollen die jetzt von mir? Drehen. Einfach drehen. Du musst aufhören, hierher zu kommen. Was? Ich liebe dich nicht mehr. I don't love you anymore. Ich liebe dich nicht mehr. Und jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay. Ich kann hier ewig nach rechts gehen, aber weder vor noch zurück. Hat sich unsere Freundin für den... Oh. Hallo? Was? Das war's? W-
War das jetzt alles eine Vision? Kann man dich jetzt interpretieren, dass unsere Freundin mit uns nächstes Jahr Schluss macht? Oder stirbt sie nächstes Jahr? Oder ist sie gestorben? Und wir haben die Truhe nicht geöffnet. Also die Spieluhr, die wir ganz am Anfang hatten. Ich habe Fragen. Ich habe viele Fragen. Gibt's hier noch ein Afterplay? Baby Selma stand da. Finde ich witzig. Meine beste Freundin heißt Selma. Ah, okay, die Truhe habt ihr auch noch nicht geöffnet, okay. Ja eben, diese Truhe zu öffnen, wäre glaube ich vermutlich für einen zweiten Run rechtfertigen, dass man das Spiel nochmal durchspielt. Oh. Es ist alles niedergeschrieben. Alles kann passieren. Nein, alles, was passiert ist, ist niedergeschrieben. So. Es kann verändert werden. Übermittle die Nachricht. Das Journal. Das Geheimnis ist versteckt. Nördlich der Windmühle. Südlich des Flusses. Erinnere dich. Ein Geheimnis. Nördlich der Windmühle, südlich des Baches. Also auf der anderen Seite der Karte, oder wie? Walk again.